Was sehen meine geschulten Safari-Augen dort? Eine majestätische Giraffe. Und die Giraffe freut sich, mich zu sehen. Was ist das? Das ist doch das aus Stranger Things, nun weiß, oder? Das ist der Demagorgon. Dematologe. So heißt der bei Stranger Things, wissen viele Leute nicht. Staffel 6 kommt noch und da kommt die Giraffe. Was ist denn das? Mein Muffin, komm, wir gehen zum Spielplatz. Oder kommt da noch eine Giraffe? Die großen 5, oder wie ich sie nenne, die gruseligen 5. Komm, wir machen hier noch Licht an. Bitte, oh! Spitzlicht! Ich bin's! Spitzkopf Malte und damit, hey Leute, wir schauen uns heute wieder cooler Design an. Das war eine Anmoderation, hör auf, das zu hinterfragen. Fluffy John gleich Designer Petri-Dish. Guck mal, wenn die Toilette zu hart ist. Ist die Toilette zu hart, bist du zu weich. Das ist mein Spruch. Der Arsch ist ja tatsächlich, also der, die Nuss, der ist dreckig, wo der Pupa rauskommt. Aber der Rest ist eigentlich, wenn du es richtig machst und duscht und dich regelmäßig säuberst, sauber. Also so Petri-Schalenmäßig finde ich es gar nicht. Ich finde es nur asozial hässlich und ich hätte Angst, dass es runterfällt. Und ich hätte es gerne auf der anderen Seite, damit meine Eltern haben zum Beispiel einen Klositz, da fällt der Deckel einfach runter und macht einen Sound. Ich glaube, der erreicht ungefähr 300 Dezibel und man stirbt sofort, wenn man in der Nähe ist. Guten Freunden schenkt man ein Kistchen für die Toilette. Ne, den ganz besonderen Freunden da draußen. Den ganz besonderen Menschen. The Madagascar Penguins have seen some unpleasant stuff. Oh nein, was ist denn mit ihm? Don't do math. Der guckt in drei verschiedene Richtungen, Alter. Und da kann man auch noch so schön... Da kann ich rein! Komm, willst du nicht mal rein, Josephine? Komm mal vom Foto mit dem Pinguin. Einfach nur lächeln und winken, Freunde. Lächeln und winken. Kowalski! Analyse. Kowalski, Crackpipe. One every born minute. Dies wird jede Minute einmal geboren? One born every minute. Warum steht da one every born minute? 4D. Das sind 4 Dimensionen, die man da denken muss. Wir sind hier in der Inception, Alter. Die Textsprache fängt oben an, hört in der Mitte auf, dreht sich einmal um die eigene Achse, Matrizen lösen, bam. Maybe we should have made the scoop slightly larger. Use this much drink mix. Approximately ein Serving sind anderthalb Tablespoons. Ein Quart. Ein Quart, wollt ihr mal einen Quart sehen? Das ist, ich mach Quarts immer beim Training, weißt du? Gut für den Arsch. Transparent reflecting information board with green letters. On this image the writing is even better to read than in real life. Jede dieser Stationen stellt eine Baumart vor. Gleich daneben steht ein prächtiges Exemplar. Haben Sie es schon entdeckt? Wie heißt dieser Baum? Los, man kann das doch hervorragend lesen. Grün auf Baum auf Glas. Auch stinklangweilig. Ich glaube, derjenige, der das gedruckt hat, ist einfach eingeschlafen dabei und hat sich gedacht, ach fuck it, das liegt wirklich keine Sau. Always move with a happy ending. Guck mal an den QR-Code. Scan me. Aber das... Scan me. Aber mein Nummernzeichen ist davor. Du musst den Rest selber pixeln. Mal nach Zahl, das macht Spaß. Das ist Real Life Lego nur mit QR-Code. Wollt ihr mal einen halben QR-Code haben? Jetzt dann die andere Hälfte. Und wenn ihr das jetzt als Screenshot zusammenschneidet, dann könnt ihr den Scan- und Feierabend-Merch kaufen. Ich sag's nur. Probiert mal aus, ob ihr wirklich dahin kommt. Vielleicht hat der Cutter auch keinen Bock. Unable to read stats on scoreboard at Minute Maid Park. Das ist das Scoreboard? Was steht da? Warum ist das so pink? Das ist irgendwie geil, oder? Ich sehe nix. 1997. Der sieht so aus wie 1997 geboren. Der ist 5 Jahre jünger als ich und sieht aus wie mein Vater. Ist irgendwas mit mir nicht richtig? Wann kommt dieser Glow-Up? Wann? Muss mir ein bisschen ölen, damit es wieder flutscht. Was steht da? Common address. Common address. Was, wenn wir den doppelten Buchstaben nicht daneben schreiben, sondern drunter und darüber? Chopin wäre glücklich, Alter. Das ist das Notenschreiben der Buchstaben. Große Klasse. Toll, habt ihr. Second Gen Eration. Wow, Second Generation. Oder wie ich sage, Second Gen Neue Talade. Das ist ein Wort, was geschrieben wurde. Genauso. Smoking Lounge. Seven Star Zigarre rein. Götterfunken. Ja, die schmeckt ein bisschen nach Schokolade und man schmeckt auch die Herkunft der Kuba-Krise. Ich wünschte, ich wäre schlau. Dann könnte ich das nachmachen. Tennis Training Tool. Tiger Woods, der berühmte Tennisspieler.
Also ich meine, die Sockenrock, der Typ ja krass. Sind das Socken in Sandalen oder ist das ein Schuh, der aussieht wie Socken in Sandalen? Das ist ein Schuh? What are those, Alter? Der ist ein Schuh, der aussieht wie weiße Socken in Sandalen. Das ist aber der Dad-Look, aber direkt als Schuh. Das Komplettpaket. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Das ist einfach, du haust da drauf, dann fliegt der Tennisball weg. Aber so wie der Typ da steht, spielt er Golf. Das Problem ist, du musst den Ball halt in der Hand haben und dann machst du... Puff, und dann kommt der Schuh, dann kommt er wieder zurück. Bungee-Jumping nur seitwärts. Und puff, kannst du mit dir selber spielen. Kann ich nicht einfach mit einem Ball gegen eine Wand ballern? Das hat denselben Effekt, nur ein besser, oder? Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er gut fliegt mit einem Schnürsenkel hinten dran. Selbst das da oben ist einfach Minigolf-Training. Tennis-Training-Tool. Tennis, Fußball, Golf. Alles das Gleiche. Music, people together, come, man, is... Makes the... Music makes the people together come. Ein Klassiker. Chopin. Chopin. Music makes the people together come. I don't think that's how you're supposed to use star ratings. Better cut quality. 2 von 5 Sternen. Lasts 2 times longer than Avanti. Warum sind das nur 2 von 5? Das impliziert, dass es besser sein kann. Wenn ich das auf meinem Kaffee sehen würde, würde ich sagen, oh, der ist nicht intensiv genug. Da kann ich die Würze aus Kuba nicht rausschmecken. Man schmeckt da ein bisschen Holznoten. Es fängt schon wieder an. I hate these stupid bins. You have to touch them and they are always so manky. Ja, aber da kann man mit dem Ellenbogen so. Verstehst du? Also es ist schon ein dummes Design, muss ich sagen. Aber es ist, die sind eigentlich ganz cool, weil unten haben die halt den Müll. Das heißt, du kannst oben echt unlimited viel Müll reinschmeißen, so wie ich hier. Müll. Ihr wisst gar nicht, was da unten ist. Für euch könnte da eine Müllhalde sein. Wir verbrennen hier unseren Müll. I know they are trying to line up the left and right margins, but come on. What? Winning stories! Das ist einfach... For when you need to puke at the same time. Ich kann Pipi machen und kotzen gleichzeitig. Aber warum wird... Dann mache ich hier lieber Pipi rein und da kotze ich rein. Weil honestly, Kotze aus dem Waschbecken, keine gute Idee, wirklich nicht. Oder du kotzt in den Mülleimer. Das ist eher Zähneputzen und Kacken gleichzeitig. Oder Zähneputzen und sich selber waterboarden. Das kann man da. Da sehe ich schon eher Einsatzmöglichkeiten für diese Konstellation an Sanitäranlagen. Say I love you, explore everything, play fair, pay it forward, forget you're never loved. Forget you're never loved. Dankeschön. Überall ist Spucke jetzt. In meiner Nase nämlich. Tut mir leid, Lourdes, ich liebe dich. Die guten alten Buffalo-Pilz. Wer kennt's nicht? Na, irgendwie müssen sie bezahlen. Irgendwoher kommt die Monetenknete? Him in us is heaven. Him in uns ist den Himmel. Him in flash us is heaven? Him in lightning us is heaven. Him in lighting us. Ach so! Ah, das ist doof, Alter. Das ist, ich dachte erst, es wäre eine Harry Potter-Anspielung. Ah, Laura und so. Was war denn der? Hier ist Dominik's Schere. Ich pack mir die mal ein. Oh, damit ich die nicht vergesse. Hier unten, wie gesagt, wird Müll verbrannt. Ihr glaubt mir nicht, ne? Hier ist ein kaputter iMac, Alter. Den verbrenne ich noch. Brauch mal jemanden, der mit mir das Set aufräumt. Worst Thumbtack Design ever. Ach, das ist eine Reißnadel. Nennt man das so? Reißzwecke. Kann man sagen, oder? Das ist aber geil, weil man piekt da rein und gleichzeitig sticht man sich durch den Daumenknochen. Es platzt vorne raus. Man hat keinen Fingernagel mehr, aber endlich hat man das Paper für diesen Montag aufgehangen, wo alle Leute sehen, was es heute für Kuchen gibt. Essex News Daily. Da hat jemand einen Spelling Bee Certificate bekommen, aber die haben das Foto überbelichtet. Ganz, ganz schlimm. Wir sind heute auch ein bisschen hell. Soll ich es ein bisschen dunkler machen? Guck mal, wir machen mal was Lustiges. Falsche Richtung. Guck mal, wir machen mal so. So, jetzt ist besser, oder? Und dann haben die sich einfach gedacht, komm, wir schreiben jetzt Winner hier hin. So wie wir. Hier, guck mal, hier steht was Witziges. In blauer Schrift. Uiuiuiui. Haha. Das musst du machen, Kata. Ich hab dich dazu gezwungen. Mexico does not exist. Wo ist... Hä? Nee, Mexiko. Mexiko, was soll's da geben? Hüte. Tequila. Na, wieder ein bisschen rassistisch gerade. Nichts, worauf man stolz sein sollte. Live your never give life is up. Your life is boring time. Live your never give life is up boring time. Live never give up time. Was? Nee, das verstehe ich. Kann ich lesen, will ich auch nicht. Do it for blank. Blank do it for. Das ist einfach eine Aufforderung. Tu es für sie. Sie tut es für dich.
Da war Yodas, Yoda hat Schuhe bekommen. Überall schon wieder Spucke. Warum kommt das aus meinem Mund raus? Manno. Oh ja, da ist der Architekt einfach mal. Das ist mein Craft-Attack-Haus. Bisschen Glas hier, bisschen Glas da. Das sieht doch schön aus. Kommt viel Licht in die Bude. Das sieht krass asozial hässlich aus. Das beleidigt meine Augen. Und ich muss mich morgens im Spiegel angucken, ja? Wow! Ich liebe Dachgeschosswohnungen. Ich lieb's, wenn da so ein Dachbalken ist. Kann man schön die Bilder dranhängen, ein bisschen Wäsche aufhängen, keine Ahnung. Aber was ist denn das? Das ist kein Dachbalken. Das ist der Monster-Dachbalken. Das ist die Mama von meinem Dachbalken. Jesus. You did a grape. You did a crepe. You did a crepe job. Ich geh nach Hause. Nee.